Jo, damit seid gegrüßt, willkommen zurück zu einem neuen Part. Ewig habe ich es nicht mehr aufgenommen, da liegen Monate dazwischen. Neuer Part Skyrim und wahrscheinlich die letzte Aufnahmesession, die letzten drei Parts, die ich aufnehme. Ja, steht ein anderes Projekt ins Haus. Was heißt ins Haus? Läuft schon sehr aktiv. Die letzten drei Parts dieses Jahr und dann. Ja, nun. Wird es ab nächstes Jahr zweimal täglich, zweimal am Sonntag Baldur's Gate geben. Baldur's Gate wird. Skyrim wird Baldur's Gate Platz machen. Ja, da habe ich erstmal die Störung. Trifft die Männer. Zwungene Tribut. Geimar Stein verwusst hat mich zu einem Spähtrupp gesandt, der in der Nähe Feindchen Transports befunden ist. Gemeinsam werden wir einen Feind überwinden und Waffen Geld an uns nehmen. So, ich muss ich nicht wieder Nachtdienst schieben. Erstmal muss die Steuerung hier verstehen. Haben wir denn eine Questmarkierung? Bestimmt. Da müssen wir hin. Über die Berge. Die Tummen entdeckt. Okay, dann reiten wir mal los. Schieben die Pferde beiseite. Ganz ehrlich, muss ich auch sagen, Skyrim, ich habe es die letzten Monate so vernachlässigt. So viele andere Projekte, unter anderem Baldur's Gate. Und ja. Ich habe ganz vergessen, dass mein Schwert schwimmen, mein Pferd schwimmen kann. Ja, wird Zeit, dass wir es beenden, solange es noch schön ist. Und wir sind hier schon sehr weit gekommen. Jetzt reiten wir in diese Richtung, das ist auch erstmal ungefähr richtig. Dann werden wir die Brücke nehmen und den Fluss noch mal überqueren. Ach du Scheiße. So, einmal hier entlang. Ich hoffe, ich krieg's im Kampf noch hin. Zu kämpfen. Und zu siegen. Sonst wird das ein kurzes Abenteuer. Bruchturmschanzer. Ah ja. Nicht mein Schwert, nicht mein Pferd töten. Warum habe ich keine Waffe ausgerüstet? Weg von meinem Pferd.
einer Seelenstein. Unsere Rüstung ist wahrscheinlich schon besser. Und wir deprimieren ihn eben nicht. Ja, natürlich. Niemand greift mein Pferd an. Ja, hier ist jemand. Ich stelle mein Pferd da mal eben ab. Hier muss doch noch jemand sein. Sind die alle gegangen? Lydia. Lydia hat ihn entdeckt. Hey, passt ein bisschen auf. Greift jemand mit dem Feuer an? Der geht's noch. Vielleicht noch was zu essen dabei? Nein, am Stein. Wir wollen uns aber hier nicht lange aufhalten, sondern weiter hier. Kurz mal reinschauen, mich trotzdem. Was? Achtung, hier könnten Fallen sein. Ist da jemand? Allerdings. Geld. Ach Scheiße. Auf die Heilung muss man mal ein bisschen gucken. Ich glaube, ich brenne. Einfach alles aus meinem Inventar essen. Dann heilen wir schon wieder. Schwaches Gift. Verkaufen, wenn wir mal wieder in der Stadt sind. Wo sind wir hineingeraten? Und wie kommen wir wieder raus?
Ah, so kommen wir wieder raus. Ach du Scheiße. Ein langer Weg runter. Du trägst zu viel. Ist klar. Elfenschwert nehmen wir mal noch mit. Was? Jetzt gehört ihr mir. Und sichern das. Genug, genug! Ich ergebe mich! So viel dazu. Schlüssel zum Kerker. Sven durch. Ich müsste mal was essen. Gesamte Kerker. Mit Trollschädel. Stimmt zu schwer. Ein Süßkuchen. Pferdlasagne. Haben wir hier auch mal aufgeräumt. Was? Dann geht's am Steil runter. Irgendwann finde ich auch heraus, was die Sprungstaste war. Ah, die hier. Ja. Wo geht's wieder raus? Kann wohl hier nicht rein. Ah ja, hier. Die Steinfalle. Dann gehen wir noch mal in den Kerker rein. Drei Stufe. Okay. Oh. Wo sind wir denn jetzt? Draußen. Hier, wo wir reingekommen sind. Wow, beide Bücher.
würde nach dem Kerker Ausschau halten. Ach du Scheiße, das war eine Falle. Lydia. Vorsichtig. Na ja, gut, lass uns gehen. Oh. Was? Lydia ist wohl enttäuscht. Lydia, renn doch nicht mit dem zückten Schwert so auf mich zu. Ich greife dich noch an. Irgendwie müssen wir den Berg hoch. Und mein Pferd kann ja hier auf Berge klettern. Hier zum Beispiel. Jetzt auch im Galopp. Okay, die müssen irgendwo hier sein. Die Männer, die wir treffen sollen. Wo ist denn die? Lass mein Pferd runter. Mal schauen, ob wir hier noch jemanden finden. Ach so, da drüben müssen wir hin. Das war gerade ein bisschen uneindeutig auf der Karte. Ach du Scheiße. Da wird kein Drache. Oh, doch ein Drache. Das ist gerade ein bisschen scheiße. Bin eingekesselt. Drachen haben wir schon öfters besiegt, aber gerade nicht. Wieder lass gut sein. Und dann eine andere Mission. Das daran töten.
vielleicht mal hier auf der Straße weiter. Vorzubleiben. Wahrscheinlich waren das die Feinde, die waren retten sollen. Erzählt es doch dem Kommandanten. Ein kräftiger Tritt in den Allerwertesten bringt euch sicher wieder auf andere Gedanken. Natürlich. Hoffentlich trifft der Nachschub bald ein. Hier ist der Nachschub. Kommandanten. Ein kräftiger Tritt in den Allerwertesten bringt euch sicher wieder auf andere Gedanken. Ich habe mich schon gefragt, ob ich euch hier draußen wohl begegnen würde. Reach ist eine herrliche, aber auch gefährliche Gegend, was? Ein falscher Schritt und man stürzt in den Tod. Wenn einen diese Abgeschworenen nicht zuerst erwischen? Habt ihr diese Dornenherzmänner gesehen? Wenn das keine teuflische Magie ist. Die Abgeschworenen gesehen. Was so wird man her? Jetzt auch nicht. Ihr seht aus, als hättet ihr ein Ziel vor Augen. Ich weiß von einer feindlichen Wagenladung, Gold und Waffen müssen unbedingt an uns bringen. Tatsächlich? Wie es der Zufall will, verfolgen wir einen Wagen. Schon etwa einen Tag lang. Das also er, ist da drin? Münzen und Waffen? Woher wisst ihr das? Ich habe Rerik erpresst, um die Information zu erhalten. Das war gerissen. Es wird uns nicht schaden, einen Vogt in der Hand zu haben. Zu unserem Glück hatte der Wagen vor kurzem einen kleinen Unfall. Er ist liegen geblieben, nur ein Stück die Straße entlang. Wir sind in der Minderheit, aber ich habe einen Plan. Ihr seid gerade noch rechtzeitig gekommen. Drauf. Wir schalten erst ihren Wachtposten aus und suchen uns dann eine Position, von der wir das Lager überblicken können. Dann schleicht ihr euch bei ihnen ein und zieht ihre Aufmerksamkeit auf euch, während wir sie mit einem Pfeilhagel überziehen. Mit etwas Glück überrumpeln wir sie damit und gleichen so unsere Chancen ein wenig aus. Ich würde sagen, ich gehe da alleine rein und schlacht ihr dort. Ich habe einen besseren Plan, ihr wartet nicht und ich kümmere mich darum. Es sind nur zwei, drei Leute. Egal. Gut. Auf dem Hügel patrouilliert ein Wachtposten. Wir schleichen uns an und erledigen ihn mit einem gebündelten Pfeilhagel. Bleibt in Deckung und feuert auf meinen Befehl. Okay, feuern soll ich. Dann brauche ich mal meinen. Mein Bogen. Ich hoffe, ich weiß noch, wie das geht. Ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal zu Hause war. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie ein richtiges Bett aussieht. Und erst recht nicht, wie es sich anfühlt. Ja, jetzt Angriff. Bereiten wir das Zeit. Feuer! Füll gerade auf und lauere dem Fernspieler auf. Und seine Kontrolle. Okay, kann ich hier. Clever, den Steinbacken. Gute Idee.
elender Hund! Okay, ich kämpfe lieber mit Angst. Zaubertrinker. Geschafft. Sind noch Leute da? Wir bilden ein gutes Team, nicht wahr? Ich bleibe hier und bewache die Lieferung. Ihr geht mit den Neuigkeiten zum Lager zurück. Ah, okay. Sie sollen ein paar Männer schicken mit einem neuen Wagen. Dieser hier ist nicht mehr fahrtüchtig. Melde dich bei Radov. Freilich. Scheint das jetzt geklappt. Und jetzt wie ich schlage die Sturmwände. Okay, wo habe ich mein Pferd geparkt? Wie das Ganze abhanden gekommen? Gut, dass sie eine Straße zum Lager führt. Mehr oder weniger. Straße erstmal. Was bestimmt ein Fehler ist. Deswegen tue ich es jetzt nicht mehr. Dem Flussufer entlang war es. Ich glaube sogar auf der anderen Seite, aber ich glaube, wir sind ja durchs Wasser geschwommen. Und ein anderes Pferd. Stufenaufstieg möglich, ja. Machen wir mal gleich. Wie war das? Neue Stufe. Hier.
Gesundheit ist immer leveln. War zwei Handwaffen. Zweihändig. Dann müssen wir leveln. Kriegerhaltung. Schädelspalt, das ging gut. Ist das Lager? Ach, hier. Ich kann ihn nicht wieder in den Dienst schieben. So schlimm kann es nicht sein, wenn ihr Zeit habt, hier rumzujammern. Gut gemacht. Ich werde die Männer mit einem Wagen losschicken, um unsere Beute einzusammeln. Wir werden die Waffen hier zum Einsatz bringen. Das Geld sende ich nach Windhelm. Ein bisschen neue Befehle. Warum seht ihr nicht eingetreten, was das Ziel des Krieges? Ihr brecht zur Festung Sonnenwacht auf. Trefft euch mit den Brüdern, die sich gerade sammeln, und vernichtet die Rebellen. Anschließend werden wir die Festung besetzen. Was meint ihr? Schafft ihr das? Schaffen? Das kriegen wir locker hin. Gut, in euch brennt ein richtiges Feuer. Das gefällt Schlacht mir. Talos möge euch leiten. Schließ dich den Gräfen von Festung Sonnenwacht an. Na dann. Auf geht's. Können wir schon eine Schnellreise machen? Wo ist das Ziel unserer nächsten Reise? Sonnenwacht. Macht. Markierter Ort. Wo ist die Sonnenwacht? Wir werden diesen ungläubigen Hunden zeigen, wem dieses Land gehört. Das Kaiserreich will uns zu Sklaven der Talmor machen. Wir sind keine Sklaven. Wir sind Menschen. Trefft euch mit den Brüdern, die sich gerade sammeln, und vernichtet die Rebellen. Anschließend werden wir die Festung besetzen. Ihr brecht zur Festung Sonnenwacht auf. Passt dort draußen auf euch auf. Schließt den Angriff von der Festung Sturmwacht an. Ah, hier ist ein Questmarker.
Mit denen wollen wir nichts zu tun haben. Diese Karawanen, die den Gefangenen vorantreibt. Das hatten wir schon mal. Das hat nichts Gutes gebracht. Die Runde anzusprechen. Ich folge mir hier der Straße. Keine Ahnung, wo unser Ziel ist, aber immer den. Ach, hier. Sonnenwacht. Das ist noch ein Weilchen. Ist das aber eine Überraschung? Ihr habt euch eine Spielzeit. Gerade nicht. Jetzt sind wir in Rückstadt, wo wir wohl schon waren. Oha. Der Tamer sagt, ich muss diesen Part beenden. Jo. Seit dem Lösten benutze ich Timer bei meinen Parts. Ja, dann reiten wir am nächsten Part weiter. Und kommen bei der Schlacht an. Um die Sonnenfestung oder wie sie hieß. Ja, bis dahin. Ciao, ciao.